Emmy? Was machst du denn hier ganz allein? Oh, hi, Miss Thompson. Ich werde gleich abgeholt. Süße, bist du dir da sicher? Ja, sie ist nur etwas spät dran. Okay, gut. Dann warte ich mit dir. Und das trifft sich auch gut, weil ich noch die Unterschrift deiner Eltern brauche für den Ausflug morgen. Oh, da ist sie ja. Hi. Sorry, dass ich so spät dran bin. Heute war's echt hektisch. Also, die Schule ist aus seit 20 Minuten. Die arme Emmy hat hier ganz alleine gewartet. Das ist nicht sicher. Ja, ich weiß, es tut mir so leid. Ich wurde auf der Arbeit aufgehalten und der Verkehr war verrückt, aber ich bin her, so schnell es ging. Das ist keine gute Art, den ersten Schultag zu beginnen. Wenn das nochmal passiert, dann muss ich das melden. Das verstehe ich total. Ich verspreche, das passiert nie wieder. Alles okay? Mhm. Ich habe gespielt. Ich wusste, du bist bald da. Gut. Gehen wir? Moment. Ich brauche die Unterschrift eines Elternteils. Das ist für den Ausflug ins Meeresmuseum morgen. Oh, okay. Klar, ich unterschreibe das. Ich habe einen Stift dabei. Nein, nicht du. Ein Elternteil. Ja, ich weiß. Ich bin Emmys Vormund. Okay, das ist unmöglich. Was bist du, 18? Du kannst auf keinen Fall ihr Vormund sein. Tatsächlich bin ich 21. Ich kümmere mich schon eine Weile um Emmy. Okay, das verstehe ich nicht. Ist eine lange Geschichte. Aber wenn Sie Beweise wollen, zeige ich Ihnen die Dokumente. Nein, ich rede lieber mit der Schulleitung. Wie war nochmal dein Name? Quinn. Hm. Ich weiß, es ist eine komische Situation. Gelinde ausgedrückt. Es macht mir definitiv Sorgen, wie jung du bist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du Emmy nicht mal pünktlich abholen kannst. Ich denke nicht, dass du ihr Vormund sein solltest. Ich bin vielleicht jung, aber mein Alter sagt nichts über meine Fähigkeiten aus. Und ich finde, ich mache das den Umständen entsprechend ziemlich gut, oder? Ja, Quinn ist die Beste. Ich behalte es im Auge. Okay, gehen wir. Christian, bitte leg den weg, okay? Es geht gleich los. Der Bus kommt in 15 Minuten. Miss Faye, haben alle ihr Lunch? Denke schon. Wo ist dein Essen, Emmy? Emmy? Hat Quinn dir nichts eingepackt? Nein, aber sie bringt es gleich vorbei, denke ich. Ist das zu fassen? Sie hat Emmy nichts zu essen eingepackt. Hat sie es vergessen? Das ist keine Entschuldigung. Alle Eltern haben ihren Kindern was zu essen eingepackt. So unverantwortlich. Das war sicher keine Absicht. Sie haben die Bestätigung bekommen, dass Quinn ihr Vormund ist, oder? Ja, aber ich schwöre, dieses Mädchen ist einfach nicht in der Lage, ihr Vormund zu sein. Nach dem Ausflug werde ich nochmal mit dem Direktor darüber sprechen. Hey, hier ist dein Lunch. Bitte sag mir, das sind Chicken Nuggets. Natürlich, mit Pommes und Barbecue-Soße, wie du es magst. Danke, Quinn, du bist klar, die Beste. Ich muss los. Quinn, das gibst du ihr zu essen? Das ist so ungesund. Sowas isst sie ja nicht jeden Tag. Okay, gibt es denn täglich was zu essen? Ja, natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Okay, Quinn, was kochst du denn so für sie? Das geht sie überhaupt nichts an. Du weißt mir also aus. Wollen Sie damit etwa andeuten, ich sorge nicht genug für Emmy? Weißt du was? Mir machst du nichts vor. Ich war auch mal 21. Du hast dir wahrscheinlich nichts zu essen gemacht, weil du die ganze Nacht gefeiert hast. Wissen Sie, ich habe einen Vollzeitjob. Und ich studiere noch dazu. Also nein, ich war nicht feiern. Ja, weißt du was? Ich werde mich heute um Emmy kümmern. Ich kaufe ihr etwas, damit sie nicht diesen Müll essen muss. Hi! Darf ich das sehen? Sicher? Danke. Bringen Sie sie nach draußen? Sicher. Okay, Kinder, los geht's. Nein, nicht! Warum tun Sie das? Sie wollte das. Ich werde ihr etwas Anständiges kaufen. Wie eine verantwortungsvolle Person. Schönen Tag noch, Quinn. Das können Sie doch nicht tun. Ich sagte, schönen Tag, Quinn. Okay, Kinder, lassen wir den Busfahrer nicht warten.
So, bitteschön. Oh, soll ich dir dabei helfen? Ja, das hier... Ich gehe schnell zur Tür. Hi. Hi, ich suche eine Miss Myers. Ja, das bin ich. Ich bin Julia. Ich bin Sachbearbeiterin beim Jugendamt. Oh, Sie sind beim Jugendamt? Sicher, dass Sie zu mir wollen? Sie sind Quinn Myers, ja? Ja, ich verstehe Ihren Besuch nur nicht. Ich mache nur einen kurzen Hausbesuch. Darf ich reinkommen? Ja, sorry, hat Sie jemand angerufen oder so? Oder ich... Wieso sind Sie hier? Es gab eine Beschwerde. Also mache ich eine Routineinspektion. Von wem denn? Wir dürfen diese Information leider nicht weitergeben. Ja, ich denke, ich weiß, wer das war. Kommen Sie bitte rein. Ich helfe gerade bei den Hausaufgaben. Danke. Das Jugendamt? Wirklich? Entschuldigung, du kannst hier nicht einfach so reinstürmen. Ich hab so viel um die Ohren, ich brauche nicht noch mehr Stress. Weißt du was, Quinn? Es ist nicht meine Schuld, dass du keine gute Mutter und nicht für Emmy da bist. Ich passe nur auf sie auf. Dann versuchen Sie nicht, sie derjenigen wegzunehmen, die sie liebt. Ich bin die Einzige, die sich um sie kümmern kann. Hey, viele Kinder durchlaufen das System und aus ihnen wird was. Emmy braucht einen verantwortungsvollen Erwachsenen in ihrem Leben, der sich um sie kümmert. Und kein Kind, das sie nicht mal pünktlich abholen kann. Das war nur einmal. Das war's. Und ich habe erzählt, was passiert ist. Ja, immer diese Ausreden. Genauso wie bei der Sache mit dem Ausflug Lunch. Sie darf einmal die Woche Fastfood essen, weil sie das mag. Und das... Hey, Quinn, weißt du was? Wenn du so eine gute Mutter bist, dann musst du dir keine Sorgen machen. Ich persönlich vertraue da lieber auf das Jugendamt. Sie sind unglaublich. Ja, ich hoffe, Sie holen sie. Wissen Sie eigentlich, was Emmy durchgemacht hat? Oder wieso ich ihr Vormund geworden bin? Nein, weiß ich nicht. Ich sag's Ihnen. Wissen Sie, Emmy und ich sind bei unserem Dad aufgewachsen. Meine Mom ist gestorben, als ich klein war, und Emmys Mom hat sie verlassen. Obwohl wir beide keine Mutter mehr hatten, hat unser Dad uns mehr Liebe entgegengebracht, als wir uns je hätten wünschen können. Er hat so hart gearbeitet, um dafür zu sorgen, dass wir beide alles hatten, was wir brauchten. Er hat alles getan, was er konnte, um uns glücklich zu machen. So sehr, dass er uns nicht einmal gesagt hat, dass er krank war. Als Emmy und ich es herausgefunden hatten, war es zu spät. Unser Dad hatte Krebs im Endstadium. Er hat es uns nicht gesagt, weil er nicht wollte, dass wir uns Sorgen machen. So sehr hat er uns geliebt. Nach seinem Tod hatten Emmy und ich keine Familie mehr. Ich war alt genug, um für mich selbst zu sorgen. Aber weil Emmy unter 18 war, wurde sie in das System aufgenommen. Sie zu verlieren war genauso schwer wie meinen Vater zu verlieren. Danach habe ich alles Mögliche getan, um Emmy zurückzuholen. Ich hatte herausgefunden, dass ich ihr Vormund werden könnte und habe monatelang darum gekämpft, um das zu erreichen. Der Richter hat... trotz meines Alters, weil ich so verantwortungsbewusst war, dafür entschieden. Ich werde den Tag nie vergessen, an dem ich sie zurückbekommen habe. In diesem Tag habe ich ihr versprochen, dass ich, egal was passiert, immer an ihrer Seite sein würde. Und seitdem waren wir wieder zusammen. Sehen Sie, ich bin alles, was sie hat. Ich weiß, wir müssen uns noch an die Situation gewöhnen. Aber sie braucht niemand so sehr an ihrer Seite wie mich. Bitte, nehmen Sie sie mir nicht weg. Wenn schon nicht für mich, dann
Wenigstens für Emmy, bitte. Also, wenn es stimmt, was du sagst, dann tut es mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Wirklich. Aber nur, weil du dich um Emmy kümmern willst, heißt das nicht, dass du es kannst. Wie gesagt, ich warte auf die Beurteilung vom Jugendamt. Hallo, Mrs. Thompson. Ah, hallo. Wie lief es? Ich bin mit der Beurteilung noch nicht fertig, aber nach meiner ersten Inspektion habe ich das Gefühl, dass Quinn sich unglaublich gut um Emmy kümmert. Wirklich? Ja, ich bin beeindruckt, vor allem wegen ihrem Alter. Wenn sich etwas ändert, sage ich Bescheid. Aber ich denke, der Fall wird bald abgeschlossen. Okay. Danke. Soll ich ihr Nägel malen? Ja, bitte. Du machst das so gut. Ich schwöre, ich krieg das überhaupt nicht hin. Oh. Oh, komme gleich. Moment. Hallo. Mrs. Thompson? Was machen Sie hier? Ich hoffe, es ist okay, dass ich einfach herkomme. Ich habe die Adresse von der Schule. Quinn. Ich bin hier, weil ich sagen wollte, wie leid es mir tut. Das war nicht fair. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Das Jugendamt hat die Untersuchung abgeschlossen und alles, was du gesagt hast, ist wahr. Emmy hat großes Glück, dich zu haben. Vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie hergekommen sind. Das hätten Sie nicht tun müssen. Oh, außerdem wollte ich das vorbeibringen. Chicken Nuggets, Pommes Frites und Barbecue-Sauce. Genug für euch beide. Danke. Ich habe gerade gekocht, aber ich bin sicher, Emmy isst lieber das. Das nehme ich. Außerdem machen wir nächste Woche wieder einen Ausflug. Oh, das unterschreibe ich. Nein, was ich eigentlich fragen wollte, möchtest du vielleicht mitkommen? Es wäre viel lustiger, wenn du dabei wärst. Besonders, weil du so gut mit Kindern kannst. Ja, sehr gerne. Danke. Toll. Dann sehen wir uns bald. Schönen Abend noch. Danke. Ihnen auch. Hast du schon alle gegessen? Wirklich? Warte, hier sind die Teller. Gut.